Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zu einem CSGO-Video und heute gibt es mal wieder ein kleines Case-Opening. Ja, nachdem das letzte Case-Opening zu den Souvenir-Packages so gut angekommen ist, dachte ich, komm, ja, ich kaufe nochmal ein paar Souvenir-Packages. Und genau das hier habe ich getan. Ich habe insgesamt 6 Inferno-Packages gekauft mit einem speziellen Grund und dann auch noch 10 Cash-Packages. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich werde ein bisschen was über das Major reden, ein bisschen diese Souvenir-Openings aufmachen und ja, vielleicht hoffentlich ein paar gute Sachen ziehen davor, aber auch noch möchte ich nur ganz kurz eine Sache sagen, nämlich könnt ihr auch gerne mal eure Fragen heute unter dieses Video in den Kommentar schreiben. Ich habe geplant, am Wochenende ein FAQ mal aufzunehmen, das habe ich noch nie davor gemacht. Schreibt da einfach mal gerne was rein, es kann zu CS sein, es kann aber auch einfach insgesamt zu mir sein, zum Kanal und so weiter und so fort, ja, und dann kommt vielleicht oder wahrscheinlich sogar eure Frage dann im nächsten Video vor. Jetzt aber genug geredet, los geht's mit dem Case Opening. Wie schon gesagt, wir haben insgesamt 6 Inferno-Packages und ebenso noch ein paar Cash-Packages, ja? Die Inferno-Packages habe ich mir mit einem gewissen Grund gekauft. Wie gesagt, wahrscheinlich hat es schon jeder Deutsche mitbekommen, ja, in der CS-Community. Gestern hat Big gegen SK gespielt und gewonnen. Und ich dachte mir einfach mal, da die Map sozusagen Inferno war, da Big bis jetzt alle 3 Maps oder auf allen 3 Spieltagen, wie auch immer, Inferno gespielt hat, dachte ich mir, ich kaufe ein paar Inferno-Packages. Und zwar möchte ich hier sehr gerne die M44 Tornado rausbekommen oder auch natürlich so Tech Knights. Ja, das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache. Aber ich würde mal sagen, da machen wir ein paar auf. Ja, das war sozusagen auch die Überraschung gestern. Ich dachte jetzt schon, wir bekommen beim ersten Mal die Tornado, das wäre zu gut gewesen. So. Ich glaube, der Sound ist noch ein bisschen zu laut, deswegen kurbel ich den mal nochmal ein bisschen runter. Jetzt müsste es, glaube ich, gehen. Also wie gesagt, ja, es sind nicht die SK gegen Big Packages, da habe ich noch gestern zu wenig gefunden. Ich habe den nämlich, ja, relativ schnell danach gefunden, habe jetzt erstmal die ersten paar gekauft. Das ist hier, was ist das, Legia ist es, glaube ich. Aber ich habe eben Big eingegeben, einfach mal drauf losgekauft. Ich glaube, das müssten... Okay, sind sogar sehr viele von dem Face-Game. Na, scheiße. Eigentlich wäre SK gegen Big... Ja, ist ja egal, die haben ja beide Matches gespielt. Schon wieder eins in der Tornado. Also hier muss man sagen, das ist ein Inferno-Package. Ja, du, ne, das ist, glaube ich, in dem Tram-Package so das günstigste. Und hier kann man eben nicht viel tolle Sachen ziehen. Also, wahrscheinlich... Scheiße, Mann. Ich wollte eigentlich... Ich habe im letzten Case unbedingt wirklich Glück gehabt, ja? Jetzt ziehen wir hier ein paar schöne Max 7 Sand Dunes. Aber so, das Package kostet, glaube ich, nur 1,50. Jetzt gib mir doch mal die verdammte Tornado und... Trigger mich nicht immer damit. Okay, eine Walnut Nova. Ist auch nicht besser. So ein Müll. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir hier sozusagen wieder beginnen können, wo wir beim letzten Mal gestartet haben. Ey, als ob wir jetzt hier nicht mal einen Hellblau ziehen. Wir haben im letzten Case-Opening einen Hellblauen oder eine Inferno-Case aufgemacht. Wir haben sofort die ganze Mob bekommen. Wenigstens einen. Vor allem die MPA4, das ist Hellblau. Das ist... Alles klar, Digga. Alles klar. Okay, das war jetzt schon mal schön. Ein bisschen Geld genommen und aus dem Fenster geworfen. Super! Ja, habe ich jetzt schon mal richtig Bock, hier weiter zu öffnen. Das müssen jetzt... Ja, ein paar Euro RIP sein. So, und jetzt habe ich nur noch 10 Cash-Packages gekauft. Ja, und hierbei muss man sagen, die Package war ein bisschen teurer. Die habe ich mir gleich, nachdem Cash das erste Mal gespielt worden ist, gekauft, weil ich eigentlich das Video schon gestern aufnehmen wollte, ich da aber keine Zeit hatte. Die sind alle von G2 gegen Gambit. Oder? Ja. Die haben mich da 3,50 ungefähr gekostet. Wir können hierbei ordentliche Sachen bekommen, wir können aber absoluten Müll bekommen. Wir können zum einen mal hier, natürlich, ja, eine Glock 18 Reaktor, richtig cooler Skin. Eine Tech 9 Toxic, super nice, ja. Selbst die Nuclear Guard ist cool, Fallout Warning oder Hotshot, ja, ne, damit gebe ich mich noch einigermaßen zufrieden, machen wir aber Minus, also lieber nicht, ja. Und dann können wir natürlich die Sticks oder die Cerberus bekommen. Wobei man hierbei sagen muss, diese beiden Lila-Skins sind in viel testet, wenn wir die, selbst wenn wir die sozusagen bekommen, nicht so gut. Was hier an der Case besonders ist, dass es keine grauen Skins gibt, sondern, wie wir es ja auch schon geöffnet haben, nur hellblau. Ja, darum ist aber auch natürlich dann der Preis für diese hellblauen Skins weniger gut. Also, Hotshot gebe ich mir noch zufrieden.
Aber sonst machen wir nur Verlust. Und da ist dann teilweise auch ziemlich krass Verlust drin, wenn du über 3 Euro für ein Package zahlst. Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich habe 35 Euro für diese Packages gekauft, gezahlt. Ist natürlich eine bessere Investition als ein Cobblestone-Opening, ja, aber. Da habe ich mir auch gestern, ohne Spaß, ich war gestern kurz davor, mir ein Cobblestone-Package zu kaufen. Ich habe ja gesagt im letzten Video, vielleicht machen wir eins auf. Hierbei muss ich dann aber sagen, dass ich entweder, er hat gespielt G2 gegen Cloud9, was dann auch im Endeffekt dann G2 gewonnen hat, und wir ziehen nur Bullshit. Und da habe ich mir dann gesagt, wenn ich ein Skadoodle oder ein KS-Package bekomme, für einen ordentlichen Preis, kaufe ich's und mach's auf. Hat nicht so funktioniert. Das KS-Package hat dann ungefähr 40 Dollar gekostet. Das kostet jetzt, glaube ich, immer noch so 30, 35, teilweise vielleicht sogar 40. Und dann dachte ich, nee, lieber nicht. Ja, weil wenn du ein Cobblestone oder wenn du ein Cobblestone Opening oder eine Cobblestone Package aufmachst, dann willst du ein Opa haben. Ich habe dann überlegt, soll ich mir Stewie kaufen? Aber da habe ich mir dann gedacht, ja, das ist ich. Wenn schon, denn schon. Ja, aber hat dann doch nicht so gut funktioniert. Und jetzt funktioniert es hier aber auch nicht so gut, ja? Schon wieder eine Fallout Warning geskippt mit, wegen ist eine Hotshot. Mann, was ist das denn? Wir ziehen nur Bullshit. Was ist so ein Skin wert? Was ist so ein Skin wert? Okay, Inventar ist down. Steam ist down, super. Ey, Mann. Ne Negative. Yay. Ich muss sagen, dass hierbei die Sticker sogar ganz okay aussehen. Die ist aber auch nichts wert. Das ist eigentlich sogar noch. Hier kann man besser sein Geld verbraten als in normalen Case Openings. Ja. 0,066. Oh. Die ist sogar FN. Die könnte sogar tatsächlich was wert sein. Ist Steam wieder da? Ah, Steam ist wieder da. Nice. 3 Euro. Yay. Wir haben keinen Verlust mit dem Package gemacht. Fuck yeah. Das ist die wert 30 Cent. 47 Cent. Das ist halt schon ein ziemlicher. Die sind halt alle auch überhaupt nichts wert. 8 Cent! Alles klar. Was? Also diese Inferno Packages öffnet die nicht. Aber das war jetzt schon mal ein cooles Skin. Das könnte sogar mein neuer SG-Skin sein. Radiation Hazard AUG. Okay. Die ist Minimal Wear. Könnte vielleicht sogar auch ein bisschen was wert sein. Jetzt komm, das kann doch nicht sein. Gib mir wenigstens einen ordentlichen Skin. Einmal Profit machen. Ich fühle. Doch nicht. Wieder eine Radiation Hazard. Vielleicht diesmal FN? Ne, die ist fehltestet, oder? Ja. Nee. Heute will's einfach der Game nicht mit uns. Er will's heute einfach nicht mit uns. Es ist aber schon krass. Ist mir auch beim letzten Case Opening aufgefallen. Beim letzten Case Opening haben wir nur diese Scouts gezogen, also nur diese Tropical Storms. Und hier ist es auch so. Das ist so mega. Das ist richtig krank. Weil, guck mal beim letzten. Hier. Ah ne, ich hab schon ein paar Skins verkauft. Aber da haben wir auch nur diese Tropical Storms gekauft, ne? Aber was du alles aus diesem Cash Package bekommen kannst, du kannst hierbei eine Contamination bekommen, die haben wir noch gar nicht gezogen. Eine Chemical Green haben wir einmal gezogen, eine Hotshot haben wir nicht ein einziges Mal gezogen. Und dann drei die hier, vier von denen hier und dann noch zweimal die. Aber was ist das denn hier immer, was für Runs sind das denn jetzt immer? Also ohne Spaß, das ist der absolute Müll. Und hier auch, okay, hier gibt es nur zwei Varianten, aber. So, was machen wir jetzt mit der letzten Case? Warte, Leute, YouTuber machen noch immer diese Nose-Clicks, ne? Ich will mich anpassen. Ich will jetzt auch ein großer, erfolgreicher YouTuber werden. Ich habe gar nicht so langes Kabel. Und jetzt machen wir auch den Nose-Click. Und wenn wir jetzt eine Cerberus ziehen, dann gibt es jetzt Giveaway. Ich sollte vielleicht noch hin tun zum Package. Also. Auf geht's. Ich habe sowas noch nie gemacht, ne? Ich weiß noch jetzt mittlerweile, warum. Das ist echt behindert. Schon wieder. Wir haben einfach schon wieder so eine AUG. Wie sieht es auch abgeranzt des Todes aus? Das sind so Sachen, so die verstehe ich überhaupt nicht. Dieses, so ein richtiges Momentum. Und wir haben nicht ein einziges Mal einen höheren Skin gezogen als der schlechteste Grade in der Case.
Wir haben jetzt zwar hellblau gezogen, aber es gibt nur hellblau in der Cash-Kollektion. Also, was ist, warte, was ist die hier nochmal wert? So 40 Cent war es, ne? Okay. Okay, hier muss ich sogar 75 Cent. Das heißt, wir machen. Okay, wir haben da nur 2,75 Euro Verlust gemacht. Fuck yeah, Alter. Also. Die ist 1,30 wert. Du kannst mit diesen Packages vielleicht schon einigermaßen. Okay, ich muss sagen, ich habe vorhin gesagt, dass die schlechter sind als normale Case Openings von Wealth. Das muss ich zurücknehmen. Vielleicht doch Inferno Packages sind wirklich beschissen. Aber aus diesen Cash Packages kann man wirklich auch einigermaßen guten Shit ziehen. Und zum Beispiel, wenn man auch so eine Fallout Warning zieht, da kann man auch ordentlich mal reinlacken. Also, die hier gefällt mir sogar ziemlich gut. Bei wem ist die Adren? Okay, ja, Adren hat bis jetzt gut gespielt. Ja, ich würde sagen, ist ja meine neue SG für eine Weile. Und sonst, ja, ne, nur Bullshit-Songs gezogen. Also, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir sind jetzt hier roundabout 1,50. Wir haben Geld verloren. Wir haben einiges an Geld verloren. Diese vier AOGs zusammen kostet einfach eine Package. Zwei Packages. Ja, wir bekommen nicht mal das Geld wahrscheinlich für vier, so fünf so Packages raus. Also, ich glaube, ich mache kein Souvenir-Package-Opening mehr. Vielleicht kommt ja nächstes Mal ein normales Case-Opening, weil das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Oder vielleicht noch Overpass. Overpass könnte vielleicht auch. Oder vielleicht wirklich mal eine Cobblestone-Case. Aber du kannst dich einfach nur in Cobblestone-Case eine hochladen. Vielleicht fünf Overpass, eine Cobblestone, was auch immer. Jedenfalls, das war's mit dem heutigen Video. Aber was soll ich denn sagen? Ja, das war's mit dem zweiten Video von heute, weil heute ist schon die Horror-Map online gekommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung da. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt viele Videos zu machen. Es haben ja alle Ferien. Ich habe auch bald Ferien. Noch eine Woche ganz genau. Und dann, ja, ist es sozusagen auch ein normaler Upload-Plan. Und ich versuche jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen mehr Formate zu machen. Jetzt zum Beispiel so eine Horror-Maps habe ich davon noch nie gemacht. Würde ich aber auch mal noch mehr davon machen. Mehr Adventure-Maps. Also Case-Openings macht mir persönlich Spaß. Ich will aber nicht so ein reiner Gambling-Kanal werden, wo ich nur Case-Openings, Trade-Ups und Gambling-Videos mache. Ja, das gefällt mir auch nicht so. Vielleicht wirklich ein Case-Opening in der Woche, wenn wirklich so 10, 11 Videos in der Woche insgesamt kommen. Dann finde ich das okay dosiert. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es gefallen hat, wie gesagt, gerne eine Bewertung da lassen. Ich wiederhole mich zum 10. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, rein.